So, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Michi hat endlich Zeit gefunden, dass wir mal gegeneinander fahren. Michi hat einen 14er Ritzel, ich habe einen 14er Ritzel. Er hat 4 Gänge, ich habe 5 Gänge. Und jetzt schauen wir, wer schneller war. Bis gleich. Meine ist viel flauschiger, diese Runde liegt. Ja, offen Flasche, oder? Ich habe einen Japan-Bomber, ja, einen China-Böller. Banane, Feuer, chinesische Pizza, oder? Gut, wie ihr in dem Video gesehen habt, ja, einmal hatte der die Nase vorn, dann einmal der, also quasi immer der, was den Countdown angegeben hat. Michi, wie empfindest du jetzt, wenn ich vor dir fahre oder hinter dir fahre, wie ist deine Meinung zu meinem 14er Ritzel? Also, bei der Minelli, von Gang 1 bis 4, top. In der 5. gibt kurzzeitig mal keine Probleme. Super Cup. Mega super Cup war das. Die klingt so scheiße geil. Also gut, jetzt wo die Super Cup vorbei ist, Michi, wie empfindest du das, wenn ich dir jetzt nachfahre oder vor dir fahre? Bremse ich dich aus oder bin ich doch ein Tick schneller? Für mich ist das immer ein bisschen subjektiv. Ich fahre jetzt doch schon 1,5 Wochen fast mit dem 14er Ritzel und man gewöhnt sich halt verdammt schnell dran. Einzige Manko ist halt eben, ja, Endgeschwindigkeit und ab und zu so ein Leistungsloch. Michi, wie geht's dir? Wie kommst du mir nach? Kommst du mir gut nach oder eher schlecht? Oder, jetzt ja. Sind wir an dem Punkt angelangt, wo die zwei wirklich sich nichts mehr schenken. Jetzt würde ich behaupten, mit 14er Ritzel ist die Minelli perfekt. Also nahezu perfekt. Der 5. Gang hat ein kleines Leistungsloch, ist aber im Großen und Ganzen zu verschmerzen. Mit dem 15er Ritzel warst du in den ersten drei Gängen erheblich langsamer. Konntest zwar besser drehen, aber die Geschwindigkeit, die Kraft war nicht da. Jetzt ist es wirklich sehr ausbalanciert, würde ich mir behaupten. Und würde auch in kurvenreichen Strecken, genauso wie im Stadtverkehr, perfekt funktionieren. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen subjektiv. Es ist halt so, ab und zu, du hast halt viele Kurven, die irgendwie so zwischen 80 und 90 km/h gefahren werden. Und da hänge ich halt immer noch im 4. Gang fest. Ja? Entweder ich werde langsamer oder das ist halt ärgerlich. Da hat sich eigentlich nichts zum Besseren oder Schlechteren geändert. Eben vom 4. auf 5. irgendwie. Ja? Ja, vorher habe ich halt die vierte länger rausgedreht, weil es halt länger zum Ziehen ging. Also dass ich da 5 km/h mehr zusammenbringe. Jetzt muss ich früher schalten oder komme früher Begrenzer. Also, es schenkt sich für mich irgendwie vom 4. auf 5. gar nichts. Es ist halt dann, nachher kommst du halt schneller wieder auf 100, ne? Wenn es halt nicht zu steil bergauf geht. Ja, 4. auf 5. kommt mir vor, wie wenn er etwas länger übersetzt wäre und du, wenn du in die 5. schaltest, mehr von der Drehzahl verlierst. Da ist die Manke natürlich mit nur 4 Gängen natürlich wieder weiter etwas vorne. Da komme ich dir dann wieder schön nach. Ja, weil du halt schon auf Drehzahl kommst und schon Schwung hast und meine sich ebenso auch wie mit dem 15er Ritzel
runterfängt und wieder Drehzahl aufbauen muss. So, Michi, du hast nun die Ehre, dass du das Schlusswort bzw. das Fazit abgibst, da du heute wieder mit deiner Honda Monkey herhalten musstest. So, Fazit. Die Benelli ist jetzt mit dem 14er Ritzel wesentlich spritziger unterwegs als mit dem 15er Ritzel. In jedem Gang würde ich sagen, jetzt da gibt es keine Differenz mehr beim Bergauf oder im Stadtverkehr. Also 14er Ritzel zahlt sich meiner Meinung nach bei der Benelli TNT 125 mehr als aus. Und hiermit werde ich mich auch verabschieden. Lebet lange und in Frieden und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der war aber schon gehen, oder?